Wir sehen in dem Hadith auch noch zwei andere interessante Aspekte, also bis hierhin noch. Der Prophet hatte vorher ja gesagt, bevor diese Ausnahme jetzt kam ja der Befehl, dass sie ihre Frauen meiden sollen. Und da wird das Wort Al-I'tizal verwendet. Al-I'tizal bedeutet, eine gewisse Distanz zu halten, nicht? Dass eine Distanz da ist. Sich von etwas entfernen und fernhalten. Nein. Aber das ist ein allgemeiner Ausdruck gewesen. Beinhaltet dieser allgemeine Ausdruck jede Form der Nähe? Der Wortlaut war erstmal allgemein. Entfernt euch von euren Frauen. Entfernen im Sinne jetzt nur in Bezug auf das intime Leben oder auch jegliche körperliche Nähe, sei sie auch nur zwecksgebunden, wie im Haushalt zu arbeiten oder auf dem Acker. Gehört das dazu oder nicht? Der allgemeine Wortlaut lässt darauf schließen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das dann umstandsbedingt wegen dem Bedarf von Hilal ibn Umayyah, hat er das eingeschränkt auf was? Auf die intime Nähe. Das galt aber nicht für die anderen. Deswegen hat hier die Ka'b ibn Malik, man hat ihm ja gesagt, er solle auch um Erlaubnis bitten. Das heißt, er hat eine absolut komplette Abstinenz von seiner Frau gepflegt. Und ein weiterer interessanter Teil ist, dass Ka'b ibn Malik, als man ihn sagte, er solle den Propheten auch bitten, er sagte, dass kein Bedarf von seiner Seite aus besteht, beziehungsweise dass er davon ausgeht, dass ihm das nicht erlaubt wird. Warum? Er hat gesagt, er ist jung und kräftig. Was ist daran interessant? Selbstverständlich, aber was ist daran interessant? Dass Ka'b ibn Malik weiß, dass die Ahkam der Scharia zwecksorientiert sind. Es ist nicht einfach diese Buchstäblichkeit. Deswegen wurde dem anderen erlaubt. Und in seinem Fall hat er gänzlich davon abgesehen, überhaupt zu fragen, weil er weiß, das war eine zwecksorientierte Sache. Der Zweck, die Ursache, wegen der es bei dem alten Mann erlaubt worden ist, gilt bei mir gar nicht, existiert nicht. Deswegen geht er davon aus, dass es ihm sowieso nicht erlaubt wird. Na. Ja.